Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Okay. Passt. Ready? Mhm. Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Time. Dann sieht ihr nun, nee, ich werde das Wetter ist mit dem Hallo. Mit dem Anholik. So mit Walfo. Ach ja, neue Woche, neues Event. Was wird spannender sein? Ach ja. Ich wollte wie gleich einen Blick hineinwerfen. Mach mal das. Verbrochene Zeit. Hui. Mit den vier Captains. Ja, ne? Wobei, Captain Kira wäre cooler gewesen als Captain Sisko. Naja. Du weißt, ich mag den nicht. Ja, okay. Entweder man mag ihn oder mag ihn nicht, keine Ahnung. Nö, wen haben wir denn da zuerst? 5 Sterne! Hallo, Bild? Danke sehr. Hallo, Bild. So, Carpenter Street Archer, Mensch, einfallsreich, Taktiker. Displaced, Verhörspezialist, Sternenflotte, kostümiert und Geheimagent. Und schlecht belichtet. Und schlecht belichtet. Ich finde aber Respekt, wenn das schon unter kostümiert fällt. Ja, stimmt, da hatten wir doch letztens einen, oder? Wo wir gesagt haben, der muss doch mindestens kostümiert sein. Mhm. Und der hier? Eine Jacke. Ja. Geil. Eine Jacke, eine Jeanshose und ein T-Shirt. Und, cool. Ich bin auch kostümiert. Schon ist man kostümiert. So leicht geht's. Ja, dann haben wir nächstes. 1350 Security und 1057. Command. Stimmt. Tschüss, alles gut. Ich rede einfach drüber. try to stay out of trouble. Die Schiffsfähigkeit und der ist in 3 Sammlungen. Zeitliches Unglück, originelle Denkweise und Kostümbody. So. Zeitliches Unglück, hat das immer schon so geheißen? Ach, das ist dieser deplatziert. Displaced. Da steht deplatziert, weißt du? Ja, du, ne? Datenbank 1, Datenbank 2, ja. Datenbank 3. Zeitliches Unglück. Deplatziert. Also alles, was quasi irgendwie Zeitreisen sind wahrscheinlich. Also zeitliches was Unglück habe ich auch jeden Morgen gehört. Gemacht, wenn ich mit der Arbeit anfangen muss. Auch mein zeitliches Unglück ist. Alles, was da nicht hingehört in die Zeitlinie wahrscheinlich. Mhm. Okay, dann haben wir Nexus Kirk. Da wird es so einiges geben, glaube ich. Ja, der auch. Mensch, Föderation, Sternflotte, inspirierend, romantisch und displaced. Jo. Gleich bei verzweifelt. Hätte auch irgendwie gepasst. Ja. In der Theorie ja. Na, er hat sein Glück im Nexus halt versucht. Oh Gott, die Werte sind ja. Gehen wir weiter. Etwas bewirken, mit den Werten willst du nichts bewirken. Bewirken. Und ja, auch zwei hier zeitliches Unglück und. Genau, und Vorstoß ihn. Unendliche Weite. Tode erweitern. Sorry. Ja, dann haben wir auf der rechten Seite Admiral John Chu, Föderation, Sternflotte, Spiegeluniversum, Geheimagent und Displaced. Displaced. Okay. Warum ist denn die displaced? Weil da sie aus dem Spiegeluniversum ist. Aber da doch noch nicht, oder? Sie hat den Trade Spiegeluniversum. Ah, okay. John Chu tarnt. Okay. Ich wollte gerade auf Englisch vorlesen. Tarnt sich an Bord der Discovery während einer Untersuchung der Vereinigten Erdverteidigungsstreitkräfte okay. Als Admiral. Stimmt, ja. Vorher war sie nur Captain. Nur Captain. Muss man erstmal ins Spiegeluniversum kommen, dass man Admiral wird. Ach, das ist ja anstrengend mittlerweile, Admiral zu werden. So, dann haben wir Hippie Kira. Bio-Hippie-Hippo. Genau, die Happy Hippos. Einfallsreich, Taktiker, auch Displays, kostümiert und Mensch. Was ist denn bei ihr jetzt kostümiert? Sie trägt ihre Standarduniform. Also außer. Naja.
Ja, aber da oben hat sie auch öfter angehabt in der Serie, diesen ja, stimmt. Strickpulli da. Ja, sind das nur ein Rucksack da. Die Sammlung noch voll zu kriegen. Beuteltäschchen. Und die komischen Schuhe. Alle mit Tasche sind jetzt kostümiert. Okay. Ja. Mit drei Sammlungen. Und den Werten, naja, vier Sterne mäßig halt. Ja. Dann bei 25.000 den Mega-Event-Charakter 2024 PK, Mensch, Androide, Föderation, Displaced, Verzweifelt, Zivilist, Inspirierend, Veteran. Mhm. Guck mal, er ist jetzt nicht kostümiert und trägt eigentlich fast dasselbe wie Archer, oder? Na, eigentlich schon, ja. Jacke, Jeans, Hemd, Schuhe. PK finds himself racing. Aber PK und Racing hätte ich jetzt auch nicht miteinander kombiniert. Klingt doch für mich wie so ein Rennautofahrer. Dann ist es lange her, weil, sagen wir es mal so, seine Geschwindigkeit in der Serie ist. Ja, es geht. Ist eher so wie so ein Motorschaden. Wissenschaft D+. Das sieht man nicht, das wird immer mit CGI ausgeblendet. Bei ihm leuchtet immer die Motorkontrollleuchte, ja, wenn er durchs Bild läuft. Schiffsfähigkeit, I'm too old for this. Yep. Und vier Collections. Ja, Tapferkeit im Kampf, Vorstoßen in unendliche Weiten. Voll funktionsfähig, naja, ja, zu bezweifeln. Und zeitliches Unglück. Tapferkeit im Kampf, naja. Ja. Lang ist's her, du weißt, lang ist's her. Schiffsfähigkeit, lang ist her. Genau, und Community-Belohnung gibt's auch wieder oder hat's schon gegeben. Holen wir's gleich mal ab. Ein Zeitportal. Geil. Okay. Dann haben wir: Mach dich bereit für ein Skirmish-Ereignis, Zielereignis. Es ist wieder unter Tauch aktiv. Skirmish! Wuh, wuh. Erhöhe die Stufe von Crewmitgliedern, 3 fusionieren, verewigen, 5 Arena-Schiffskämpfe, dann die Captain und die Admiral-Schiffskämpfe. Jo. Nicht vergessen, am Dienstag erst mit Commander Division anfangen, denn die Belohnung abholen, dann Arena für Captain und dann am nächsten Tag dann Admiral machen. Den Admiral machen. Mach den Admiral. Jetzt so ein neuer Tanz bei Fortnite, ne? Mach den Admiral. Okay. Dann haben wir tyrannische Nächte. Hab ich auch gerade gedacht. Nicht sind wieder weiß. Und so weiter. Und so weiter. Da haben wir Wonderland. Wonderland. Taylor. Gott, auch schon wieder so schlecht ausbelichtet. Ja. Sie hatten es zwischendrin mal echt gut hinbekommen mit den Belichtungen und jetzt wieder sitzt wieder Praktikant da. Ich finde auch irgendwie, dass das Hemd, was über ihren Pullover oder Jacke, das ist ein Hemd über dem Pullover, oder? Also unter der Jacke ist ein Hemd und unter dem Hemd ist ein Pullover. So. Ja. Oben sieht das noch 3D-mäßig aus. Unten. Das sieht so aus, als ob das eine Färbung des Pullovers ist, weil das geht so ineinander über, dass das keine richtige Trennung mehr da, finde ich. Boah. Das so auf. Boah. Das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Es sieht halt so aus, als ob da einfach mal zu viel Weichzeichner. Ach, egal, hau raus. Mensch, Arzt, Zivilist, Leger, verzweifelt und displaced. Mhm. Leger. Klassiker Leger. Security Wissenschaft Medic. Mhm. Und 2 Sammlungen. Keine Spielchen und zeitliches Unglück. Dann gibt es den Belgier 1701. Mensch, Sternflotte, Föderation, Geheimagent, Kybernetiker, Arzt, technisiert, tripled und displaced. Für die neueren reicht es bei den Übersetzungen auch einfach nicht mehr, ne? Also. Ja. Wäre interessant, wie sie Tribbled übersetzen. Ah, warte, beide Sammlungen. Unsterbliche Crew mit vertrippelt Merkmal.
Getrippelt. Okay. Das ist wie beim Fußballspielen, wenn man sich vertrippelt, dann ist der Ball weg. Oh Mann. Ja, drei Schiffs. Ne, vier. Vier Collections. Vier Schiffsfähigkeiten. Ja, das wäre nice. Keine Spielchen. Immer Ärger mit den Triples und nochmal wieder zeitliches Unglück. Ob zeitliches Unglück wird instant voll sein, weil ich denke, von uns, dass es so weitergeht. Bing, bing, bing. Auf der rechten Seite Nachttemp Archer, Mensch, Sternflotte, Pilot und Forscher. Und schläfrig. Und eine Sammlung. Geil. Dann haben wir 2024 Ruffy, Mensch, Sternflotte, verzweifelt, displaced, einfallsreich, Geheimagent. Ja, typische 4 Sternewerte, lohnt sich nicht wirklich. Und 2 Sammlungen, originelle Denkweise und zeitliches Unglück. Mhm. Verursacht sofort 200% Damage, das ist vielleicht so eine Low-Bob-Variante für alle, die gerne Skirmish spielen wollen, aber nicht so gute Leute haben. 200% Damage ist ja immerhin ein Anfang und Treffsicherheit bei 4 Sekunden ist auch gut. Mit 200 Damage fängt man erst an, oder 200% Damage, ne? Kommt später. Ja, neues bei Schiff. 25k gibt es dann nochmal den PK und neues Schiff. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Warte mal. Romulanischer Bird of Prey. Mhm. Wieder sehr interessante Perspektive. Der eine Gondelarm ist irgendwie mega lang, der andere mega kurz. Ja, das ist aber so bei dem Schiff. Davon gibt es auch bei STO und bei anderen Sachen gibt es mehrere Bilder darüber. Oh, okay. Ich habe mich früher auch immer gewundert, aber wenn du das halt mit der Schräge oben so zeigst, sieht dann sieht das wirklich so aus. Ja, okay, ich habe auch immer gedacht, von der Perspektive sieht es so aus, als ob das eine Ding Flügel hat und das andere klebt halt direkt dran. Ja. Das ist aber nicht so. Das ist total strange. Ist nur Perspektive oder ist es wirklich... Ja. Das ist nur Perspektive? Immer so. Okay. Ja. Also wie gesagt, STO hat dasselbe Problem, wenn du die Vorschaubilder anguckst und später das Schiff in echt dann drehst und du diese Perspektive einnimmst, dann denkst du auch so, Perspektive macht mich crazy. Okay. Strange. Ja, neues Schiffchen. Das hat was damit zu tun, glaube ich, das sieht bei dem linken so aus, als ob das ein wie so ein ausgestreckter Arm ist, ne? Ja. Auf der linken Seite. Mhm. Das Problem ist, das geht eigentlich nach oben. Okay. Und rechts nicht, das oder nach wie? Oben doch auch, auf beiden ist parallel. Es sind wie die Warp-Gondeln von der Enterprise. So diese langen Röhren und vorne mit so ein bisschen strange. Beleuchtung. Das ist und dadurch, dass es so nach oben ausschaut. Geht, verdeckt das nach oben gehen rechts die Gondel. Also die verdeckt den Flügel. Ganz seltsam. Ja. Macht das Gehirn kaputt. Nee. Ja, und dann haben wir noch ein Zielereignis. Da haben wir wieder, das ist was Schönes, da haben wir wieder viel Zeit. Ich meine, nur halb so schön, weil Shuttles sind wieder mal dabei. Aber gut. Yeah. 50 Shuttle-Missionen. In 26 Tagen sollte man ja wohl 50 Shuttle-Missionen kriegen. Das scrolle mal rein. Oder klicke mal rein. Mach 100, mach 200. Oh Gott! Das sollte man auch hinkriegen, Anho. Ich würde mal anfangen. Vor allem nur Federation, das ist ja nicht mal allgemein gehalten, nur Föderation, also 200 exakt. Föderations... Exakt, genau. Oh. Und natürlich gibt es jetzt wieder keine Shuttle-Events, weißt du? Dann gibt es einmal keine Shuttle-Events. Normal steht das Spiel auf Shuttle-Events, aber nein, wenn es das gibt, gibt es kein Shuttle-Event nebenbei. Oh nein. Disruptor Beam, wir verstehen Spiele. Jetzt kam wieder so ein geiler Trailer raus für ihr blödes M&M-Spiel. M&M? Ja, hatten wir es noch mal angeschaut, ihr Portfolio. Dass sie da jetzt so ein neues M&M-Spiel haben. Und der hippe Trailer, wo natürlich wieder sämtliche
sämtliche Rassen vertreten sind und alle sich mega abfeiern. Was für ein geiles Spiel. Oh Gott. Da geht also die Produktionszeit hin. Scheiß auf Timelines, M&M ist der neue Shit. Naja, das kannst auch keinem mehr erklären. Der Zug ist abgefahren. Ja, Shuttle-Missionen, dann Vulkanier ableveln, Schiffskämpfe mit der Niva, also da zählen auch die Arena-Kämpfe. Das heißt, man kann sich auch ausrechnen, wenn man jeden Tag Arena-Kämpfe macht, dann wie hoch man dann kommt, und dann braucht man vielleicht nicht mehr besonders viele Schiffskämpfe machen am Ende. Solka noch aufleveln und fusionieren den Solka. Bin ich ein bisschen überrascht, weil der Solka ist doch nicht der... Ah doch, ja. Okay. Dachte, der heißt anders. Das ist der aus dem 8. Kinofilm. Okay. Mhm. Deswegen First Contact. Und ja. Wir haben ja jetzt auch am 5. April den First Contact Day gehabt, wo es ja dann auch die Trailer gab zu Star Trek Picard Season 3, wo uns dann gesagt wurde, hier, ja. Picard kommt zurück und Riker kommt zurück und Troy kommt zurück und Beverly kommt zurück und Data kommt zurück und Worf kommt zurück und Jordi kommt zurück und ja, spekuliert wird ja noch, ob Guinan auch nochmal wieder zurückkommt. Q ist ja eh wieder mit an Bord. Basila, also hier Tashayas Tochter, wird auch noch rumspekuliert. Und ganz viele andere Theorien hier. William Wheaton als Wesley, habe ich schon gesagt, weiß ich gerade nicht. Mal gucken, der auch. Was da alles kommt. Ich meine, der macht hier die ganze Zeit eh schon den Ready Room. Für jede Star Trek-Serie, die kommt, macht der so eine Aftershow-Besprechungsding im Star Trek Ready Room. Also ist jetzt nicht so, dass er die letzten Jahre nichts für Paramount, CBS, Star Trek gemacht hat. Würde sich schon anbieten, aber haben wir uns schon ein paar Mal gedacht, dass er eigentlich, dass es eigentlich prädestiniert wäre, und sie haben eigentlich immer darauf verzichtet. Und man muss ja sagen, er hat sich ja quasi über Big Bang Theory und so auch ein bisschen wieder gerechnet in seiner Karriere. Nachdem. In die Herzen der Fans zurückgespielt. Genau. Shut up, Wesley. Witzig, muss man erst in eine andere Serie gehen, damit man voll gefeiert wird. Ja, wie es halt so kommt. Ja, der Solka, der hat mittelmäßige Werte, Diplo, Wissenschaft, Command. Und ist in 3-4 Sammlungen drin. Okay. Ich sehe 4 Sammlungen. Apropos Sammlungen, ich habe extra diesmal gewartet mit der Abholung von Zeitliches Unglück. Jo, ich auch. Wollen wir mal öffnen? Wollen wir gemeinsam öffnen, was wird drin sein? Mega Pack Opening. Alle Namen, die wir jetzt eh schon die ganze Zeit genannt haben, weil jeder mittlerweile in diese Sammlung gehört. So, schauen wir mal. Ach, das ist ja eine Riesensammlung, ey. Am Bild ist mal wieder Burnham. Ja. Tilly und... Generell, Discovery ist schon so... Der eine von Discovery. Linus, meinst du? Mhm. Der eine von Discovery. Da gab's nur einen. Einer der Hauptrollen von Discovery. Ja. Traurig, aber wahr. Ich meine, in der Theorie kann der auch von Burnham gespielt worden sein. Der hat ja nur so eine Stimmverzerrerstimme. Maske nee, dann, auf, nee, dann würde er die ganze Zeit weinen. Ja, aber das würdest du ja gar nicht sehen durch die Maske. Auch wieder wahr. So, ich bin bei 24 von 25. Guck mal, noch einen mehr und dann kann ich schon wieder abholen. Ja, ich bin bei 26 von 25. Ja, gut. Sagt der Hardcore-Gamer hier. Ich erwarte, dass du mindestens bei 59 von 60 bist. 26 von 40, okay. Passt. Dann Zeitportal. Jo. Hast du noch den First Contact Day oder hast du schon abgeholt? Ich habe beides. Ich habe sowohl First Contact Day als auch Was ist denn hier los, Arno? Chicago. Chicago. Extra aufgehoben. Chicago.
Chakotay. Chakotay. Chakotay in Chicago. Ja. Also First Contact Date, dann abholen hier. Gleich mal abholen. Solkar. Wir holen euch ab. Was hat denn der hier für Werte? Diplomatie, yay. Ich kann dich echt nicht gebrauchen. Live long. Willkommen auf der Ersatzbank. Ja. Vier Sammlungen, kultureller Einfluss, Vorstoß. Den hatte ich doch gerade vorgelesen. Okay. Entschuldigung. Doppelt hätte besser. Ja, ne, du. Und dann Star Trek Chicago Items. Items, geil. Dachte, es kommen lauter so ein Sterne Umhang und zwei Sterne Phaser. Wow. Man kriegt ja, ist ein besser. Shuttle-Token, damit man einmal mehr ein Shuttle losjagen kann. Danke. Yay. Credits wöchentlich. Hanno, magst du mal wieder zuschlagen? Nee, ich hab noch meine 7,5 Mille. Ich halte mein Level jetzt. Wie der Alki an der Theke halte ich meine Fondationskredits jetzt hier auf Level. Bis die nächste Bergung kommt. Oder? Nein. Ja, die steht schon seit einem Monat an, aber ich wüsste eh nicht, wen ich bergen soll aktuell. Okay. So. Nimm einfach hier irgendwie. Ja. Ja. Aber dann bin ich ja schon nur noch bei 6,5 Mille. Bei ein bisschen weniger, wenn du jetzt 7 hast. Rechne doch mal. Ich habe jetzt 7,5 und dann hatte ich 6,5, oder nicht? Nee. Kostet ja 5 Millionen. Ja gut, du machst 5 Sterne. Ich habe immer nur 4 Sterne Leute geborgen. Ach so, okay. Um die 4 Sterne Leute zu vervollständigen und dann tschüss. Ah, okay. Susu. Platz zu schaffen. Ja, das mache ich mit der 4-Sterne-Leuten nicht, weil ich denke mal, ich möchte auch noch irgendwie Freude empfinden, wenn ich Zeitportale aufmache. So ab und echt? Zu mal. Ein Hauch von Freude. Ja, wen haben wir denn? Wir haben Janeway, zwei Janeway, Pakete mit Hippie. Janeway. Kirk. Kirk. Zerbrochene Zeit, das Paket zum Event mit Janeway, Kira, Kirk. Lichtsucher mit Picard, Wesley und Tomalak. Okay. Gefesselt mit LaForge. Fesselspieler. Larry Kim. Und Changeling? Also ja, er ist ein Changeling, aber er ist ja nicht der Changeling. Er heißt nur Changeling. Okay, dann heißt er jetzt nur noch Changeling. Und Zeitreise. Nein, hey, das passt mal ja halbwegs zusammen. Ja. Chakotay und Tuvok aus der Doppelfolge, wo sie in der Zeit zurückgeworfen werden, und Janeway aus der... Ein Jahr Hölle. Hölle, genau. Hölle. Was ist denn da los, lauter, aber viele Pakete. Dann noch äußere Existenz. Ja, mit Kulba, Pika und Rika. Rika. Das neue Pokémon. Krass. Das gefolgt von Pika. Oh Gott, nein. Aber ich sehe schon die ganze alte Crew von TNG dann im nächsten Jahr, wenn sie auf der Brücke stehen. Ich will der Allerbeste sein. Ja, dann Kroniton. Haben wir wieder ein Kroniton-Angebot. Campaign. Premium. Campaign, genau. Premium. Ah, ich kann bei Premium kein Weizen. Ja, das stimmt jetzt. Jetzt holen wir es ab hier. Achtung. Was wird's dabei sein? Eingefroren. nein, 5-Sterne-Auswahl. Sophia, ein Glückspilz hier. Mambo Picard 7 mit Raumanzug und Detmar Spiegeluniversum. Ich habe die Auswahl aus 4 Sterne eingefroren und 4 Sterne eingefroren. Boah, also ich würde, ich glaube 4 Sterne eingefroren nehmen. Welche sind's denn? Ist irgendwie eine Fusion dabei? Nee. Einmal ein Begier, einmal ein Spock und einmal irgendein Trill. Okay. Ja, das ist. Dies ist langweilig.
Unendlich langweilig. Langweilig. So. So, warte mal. So. Dann schauen wir mal aus. Ganz schnell noch sind. Wir haben noch 7 Nachrichten. Also ich habe zumindest noch 7 Nachrichten. Okay, dann mach du mal und ich überlege, wen ich mir nehme. Ob es Picard oder Detmar wird. And the winner is Picard. Okay. Okay, the daily login reward for April 2022 incorrectly contained an achievement. Ja, Commanding Officer Sisko, da wurde offensichtlich falsch rausgehauen. Oh je, jeder, der das abgeholt hat, wird wieder gebannt wahrscheinlich. Ja. Haben die überhaupt noch Spieler, wenn die alles bannen, was gerade eigentlich irgendwas klickt? Also, Timelines, wir bannen euch. Das wurde jetzt korrigiert. Wir ziehen euch in den Bann. Oh Gott. Wartet ihr auch schon gebannt auf die nächsten Features? Die schlechten Wortwitze werden Ihnen auch heute wieder präsentiert von Valvorik. Bing, bing. Ja, das wurde jetzt korrigiert in 3 Sterne. Senator Kretak aus DS9, die Romulanerin. Mhm. Ja, ihre tiefsten Entschuldigungen für ihr Versagen. So. Ja, es gibt es Happy leid. First Contact Day. Elton Moore. Der ist immer Moore. Die können ja auch mal woanders bauen, aber die bauen immer im Moore. Das ist, ja. Was? Achso, Elton Moore. Oh Gott. Und ich mach schlechte Wortwitze, weißt du? Die noch schlechteren Wortwitze werden hier präsentiert von. Ja. Dieses Jahr feiern sie mit 5 freien neuen Crew-Slots. Ich glaube, das machen sie jedes Jahr. Ja. Bringing total Jahr. Base to 165. Ja, ich bin schon bei 350 oder irgendwie sowas. Da Just for you. Was man zugekauft hat. Bitte? Just for you. Wie just immer just sagen. For you. Nur für dich gibt's den neuen tollen Song. Only you. ja, a free giveaway pack mit der Chicago Star Trek Mission. Da haben wir eben abgeholt im Zeitportal. Dann startet am 6. April um 1 Uhr. Lookout for bla bla bla. Der Solka, auch, haben wir auch gerade abgeholt. Also, das ist auch schon durch. Und das Objective-Event, wo man Solka noch weitere 3 Male sammeln und fusionieren kann, haben wir euch ja auch schon vorgestellt. Das Ganze läuft bis zum 5. Mai. Ganz praktisch, denn am 5. Mai startet was, Valvo? Was wird da wohl sein? Die böse Konkurrenz. May the 5th. Be with you? Hm. Okay. Nee, am 5. Mai startet Star Trek Strange New Worlds. Ah, ein Tag nach dem Star Wars. Ah, okay. Und böse Zungen haben, also die Obi-Wan Kenobi-Serie auf Disney Plus wurde jetzt nach hinten geschoben. Fürchtet man da etwa die Konkurrenz der Enterprise? Abfall. Dann eine neue Kollektion, die wir auch gerade vorgestellt haben. Temporal Calamity. Calamity? Entschuldigung. Calamity. Ich hab schon wieder an Calamaris gedacht. Hast du schon gegessen? Calamari. dann Star Trek Timelines wird auf der Star Trek Mission Chicago eine Ausstellung haben. Da gibt es auch ein schönes Foto, was ich vorhin gesehen habe auf dem Discord-Server, mit einem riesigen Stand, wo 2 Leute es waren. Okay, wo ist das? Das war sehr... aber nicht im Timelines-Channel, Star Trek Timelines News und Updates gewesen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Star Trek Timelines... Da, News und Updates, das letzte Bild. Star Trek Timelines... Okay, ich glaube, das sind 3 Leute, oder? Nee, sogar 4. Das eine, was aussieht wie ein Stuhl, ist auch noch einer. Aber sag mal, für die Größe, wo das da fotografiert ist, nicht so viele Menschen. Mhm. Aber vielleicht war es auch noch beim Aufbau, keine Ahnung. Aber es sah wirklich aus, als so. Naja. Ja, ist wie Timelines, ja, ist auch noch immer im Aufbau. Ja, seit 5 Jahren jetzt? 4 Jahren? 5 Jahren? Irgendwie sowas.
Mit drei Anspielstationen, aber nur zwei Sessel. Das ist so Reise nach Jerusalem. Wahrscheinlich, ja. Oder die Premium-Spieler, die Geld bezahlt haben, die dürfen einen Sitzplatz nehmen und alle, die kein Geld bezahlt haben, also Non-VIP-Persons, die müssen dann die Stehplätze nehmen. Ja, ja, der WRG Ben wird ebenfalls vor Ort sein und bei irgendwelchen Locations hier am 8. April zwischen 5 Uhr und 5.45 Uhr Local Time also im Raum 470 A bis B irgendwelche Vorträge oder Gaming-Geschichten abhalten. Viel Spaß, wer auch immer vor Ort ist. 470. Server Release. Mit dieser Woche gibt's folgende Änderungen. Aha. Investigatorin Laris bekommt jetzt noch den Talchia-Trade. Wir haben drauf gewartet. Angela Martinez, man verwechselt es immer. Get a flavor text. Ist das der Text rechts neben den Trade? Neben den Werten? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Wow. Das brauchte unbedingt eine Benachrichtigung in den Updates. Ehemalige Bundeskanzlerin. Naja. Gott hab sie selig, aber soll sie zu sich nehmen. The Professional. Okay, Resistance Burnham Uniform 5 Sterne ist now in the proper order. Okay. Meister proper. Edge Challenge Linus. Tricom 5 Sterne. Okay, stats are now more in line with the quality of item. Bla. Geil. Meine Güte, also von 102 bis 242 haben sie, ist neu von vorher 102 bis 202. Soll ich mal sagen, die machen nichts. Ich glaube, wir schaffen die ganzen Nachrichten gar nicht mehr bis vor Ende hier. Today's server release has unfortunately introduced an error in the collection A Little Stroll with the incorrect edition of Section 31 Huit. Das soll bis nächste Woche behoben werden. Regarding the Endurance Object Event celebrating First Contact Day, we are aware of two objects referred to Captain Semmel, wie auch immer das sein. Das Semmelbrötchen ist jetzt. Captain Semmelbrötchen ist am Start, Freunde. Da, so war das genau. Semmel haben sie genannt und nicht Solka. Ernsthaft? Ja, da stand dann Fuse Captain Semmel. Ja. Das war's. Glaubt er, das programmiert hat, hatte in dem Moment Hunger auf so ein Semmelbrötchen. Ich glaube auch. So, ja, das wird dann irgendwann nächste Woche behoben. Next. Das Event startet bald, gibt 100 Chroniton. Hier gibt's nochmal PvP-Rewards. Server Release Notes vom 7.4. Das war Spiel gestern. Nicht draufhängen. Danke. Ja, mit dem heutigen Server Release ändert sich folgendes. Fix the title and crew name for our first contact endurance objective event. Wow, ihr müsstet euren eigenen Namen fixen. Respekt dafür. Dann die Read Geschichte mit Commander 6 und Reed ist offensichtlich schon behoben. Fix an issue where there was no image available for Solka aka Semmel giveaway pack für Windows 10 und 11 Version. Wer auch immer schon Windows 11 hat, keine Ahnung. So, Star Trek Lower Decks and Star Trek Strange New Worlds are coming to Star Trek Timelines. It gives us great pleasure. Ihr habt euch alle selbst befriedigt. To finally be able to announce the addition of new series to Star Trek Timelines. At the end of this month, okay. Schon vorgelesen. Ja. Ewige Vorleser hier. Nicht nur Star Trek Lower Decks kommt. Drei dazu, neue Charaktere der Serie. Okay. Ich überspringe, obwohl ich verstehe, das Relevante hier. Wort für Wort vorlesen, na. Nee. Ich bin nicht so schnell im Übersetzen und das dann noch in Worte verfassen. Ich muss das quasi so vorlesen. Dafür bin ja ich da. So gut ist mein Englisch dann auch nicht. Aber hier stehen noch keine Namen, oder? Nee. Oh, schade. Also da kommen drei Leute. Da wahrscheinlich mal die Hauptcrew, oder? Also die. Ja. Wobei, einen können wir, glaube ich, schon announcen. Pike habe ich auf dem Bild schon gesehen. Auch wieder, ich glaube, bei News und Updates. Wenn du da eine Nachricht nach oben scrollst, oder ist der schon drinne? Der da auf dem Bild zu sehen ist. Aber von Lower Decks sind es drei. Achso, nur Lower Decks sind. Okay, ja gut, dann.
Ja, die anderen wissen wir noch nicht, aber ja. Ich würde mal sagen, die Hauptcrew, oder? Wie heißt der? Ja, weil eigentlich sind es vier. Bäumler, ja. Mariner, Beckett und Tandy, würde ich sagen. Ich glaube, Rutherford kommt dann nochmal nach. Wäre so mein Verdacht jetzt. Hm. Oder sie bringen Riker rein. Mal schauen, ob es drei sind oder ob sie mehr haben. Ja, zum Start werden es drei sein. Die werden dann nach und nach alles weitere liefern. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch nur eine Chance auf drei. Wenn die so teuer ist, die Lizenz. Glaub ich nicht. Ich meine, dann sind das irgendwelche B-Charaktere. Alien of the Week. Davon hatte Lower Decks auch so ein paar. Ja. Auch creepige Aliens. Die können sie ruhig alles reinbringen. Passt dann hier zu diesen. Hatten wir nicht irgendwie neulich eine Sammlung mit so Zeichentrickcharakteren aus der alten TAS-Serie? Mhm. Einfach damit reinpacken vorne. So, damit sind wir durch. Noch 4 Minuten bis zum Livestream. Hast du noch was auf dem Herzen? Ja, das mit dem Daily Login Reward übrigens, mit dem Commanding Officer Sisko, das wusste ich zum Beispiel schon nicht mehr. Voll der Noob, ich weiß. Aber den gibt's nur, wenn man seinen Captain-Namen ändert. Hätte ich nicht mal im Schirm gehabt. Und der war wohl in der Kampagnenbelohnung dabei oder in der Tagesbelohnung. Tagesbelohnung. Tagesbelohnung, okay. Da war der dabei und dann hieß es, nee, er kommt wieder raus, weil der eben eigentlich nur über diese Dings erhältlich ist, über diese Achievements quasi. Und dann haben wir nachgeguckt und mein Free-to-Play-Charakter hat der noch gefehlt. Den habe ich mal Timelines angeschrieben und gefragt, dürfte ich den wieder haben, weil ich den irgendwann mal weggefroren habe und dann haben sie es mal wieder geben. Er war sogar auf Level 23, also habe ich mal angefangen, den zu leveln. Ich habe mir gedacht, ich habe doch keinen Platz für Sisko. Dann habe ich den auf Level 23 wieder gekriegt. Habe ihm halt Sterne spendieren müssen. Most badass Captain in Starfleet und der schmeißt den einfach weg. Krass. Genau, also jeder, dem der auch fehlt und der dieses Achievement schon gemacht hat, der kann ja mal Timelines anschreiben und dann kriegt er den Sisko. So schaut's aus. Mhm. Haben die mal was zu tun beim Support? Spamt sie zu, mit jedem Charakter einzeln, eine Nachricht. Let's go! Okay, und von den beim Kaufangebot-Fenster, was haben wir da? Für 11 Euro 10 Pakete und Erwähnung, ja, okayer Preis, Standard eigentlich. Mit der Erwähnung auch noch dazu. Die ist okay. Bist du da? Okay, das ist Sokka. Okay, Semmel. So. Sokka, Semmel. Ja. Genau, nee. Für 28 Euro 20 Pakete, ein bisschen Kleinshit. Und Above and Beyond. Naja, für 11 Euro. Ja. Ne? Wie schaut's denn bei dir bei der Kampagne aus? Wie weit bist denn du? Es geht so. Ich bin jetzt bei 67 abgeschlossen, auf dem Weg zu 68. Ich auch. Nice. Genau, 67. Also heute noch nichts gemacht. Noch 68. Ich habe heute ein bisschen was gemacht. Ich habe hier eben während der Aufnahme noch so gerade am Ende 1, 2, 3 Daily-Sachen noch abgeschlossen. Ein bisschen was fehlt mir noch. Also 68 ist heute wahrscheinlich noch drin. Mhm. Aber ich weiß, dass ich glaube ich ein oder zwei Tage definitiv das Game geschliffen hatte, wo ich echt wenig gemacht habe. Dito. Ja, mal schauen, ob sich die 10 Tage dann noch ausgehen. Ob sich lohnt, die Kampagne zu kaufen. In der Theorie ja, weil ich mal drauf geachtet habe, normalerweise kannst du 4 pro Tag schaffen. Das heißt jetzt noch 40 und wir sind bei 67. Bis 100 sollte es lang. Da müssen wir aber durchpowern jeden Tag. Ja, gut. Das dieser eine, Stress. Ist, das andere, was du musst. So. Ja, mal gucken, ob es klappt oder nicht. Schreibt es in die Kommentare, wie weit ihr seid. Und wie würde ich sagen, wir beide werden uns das Picard anschauen.
Genau, kommentieren, abonnieren und liken. Wir schauen jetzt Star Trek Picard, Staffel 2, Folge 6. Gnade. Gnade. Zwischendrin, vergesst nicht, auf die Shift-Werf zu klicken und dann die Niva. Du klingst wie so ein Discovery-Klingon, wie ja, machst du das? Dachte ich auch gerade. Und dann die Niva auszuwählen und die dann zu fliegen und dann könntest du die Schiffskämpfe machen und die Arena-Kämpfe und genau, Arena-Kämpfe auch noch die Niva einstellen und dann läuft es auch mit dem Eventl. Genau, Monatsevent. Genau, also danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Geil, wieder ein Speedrun.